Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls. So, das letzte Mal sind wir hier in die, ich würde es mal eine Kathedrale nennen, eingedrungen. Und jetzt dürfen wir hier über die Balken balancieren und sollten möglichst nicht runterfallen, weil das wäre ein bisschen ungeil. Es kann sein, dass ich jetzt nicht so viel rede, aus Gründen der Balance. Wie lange hast du vor, das zu machen? Erledigt. Gut, dass der Zweihänder so ziemlich maximal aufgerüstet ist. Ah, er ist schon unten. Da haben wir jetzt einen netten kleinen Kronleuchter mal abgesenkt, wenn man es so nennen will. Oh, verdammt. Nein! Ach du Scheiße! Ernsthaft! Das pisst mich jetzt schon so leicht an. Aber nur ein bisschen. Komm, schnell wieder runter und wieder dahin unsere Seelen zurückholen und möglichst nicht in den Tod stürzen. Also, der, wie heißt der? Gargoyle ist hoffentlich nicht respawned. Nee, sieht nicht so aus. Also, hier runter. Darüber. Und hoffentlich hier nicht runterfallen, bevor wir oben sind. So, hier rein. Das ist schlecht. Schnell mal einen Schluck trinken. Ich muss mir angewöhnen, dass die Kerle hier so schwach sind, dass ich ja normal einen Angriff benutzen kann. Weil die machen halt irgendwie schon Schaden. Und das finde ich irgendwie ungeil. Aber egal, jetzt sind wir, wo wir angefangen haben. Und es geht wieder nach oben. Und hoffentlich komme ich an meine Seelen, ohne in den Tod zu stürzen. Also. Oh, die sind so weit hinten. Der Controller ist hier steuerungstechnisch nicht unbedingt eine Hilfe. Er mich und ich ihn. Steuerung. Na. Scheiße.
So. So, gleich haben wir es geschafft, hoffe ich. Ja. Oh, wie ich so eine Stellen hasse. Also wirklicher abgrundtiefer Hass. Aber der ist weg und wir trinken mal wieder einen Schluck. So. Was haben wir denn hier? Ah, wenn ich da hinten rüber gehen würde, muss ich auch mal sehen, wie ich da hinkomme, weil da ist auch noch was. Im Gegensatz zu Sens Festung will ich hier jetzt ja nicht so viel stehen lassen. Zu Sens gehen wir später dann mal nochmal. So. Wie ich genau gewusst habe, dass du da stehst. Hier ist aber nix. Und da hinten, hier haben wir eine Kiste, die auch ungefährlich ist. Und hier ein göttlicher Segen. Und dann hier reingerollt und wir kommen wieder da raus, wo wir eben zuerst hingegangen sind. So, und dann hier mal wieder durch die Nebelwand. Und wir können hier dann das Podest verschieben. Da gibt's dann zwei Wege, die man gehen kann, runter oder rauf. Ah ne, wir sind ganz oben und wir könnten zwei runter. Ah, hier ist der zweite. Ich habe dich schon eigentlich unter der Treppe erwartet. Das ist schlecht. Und weg ist er. Oder nee, doch noch nicht. Komm. Gargoyle-Hellebarde, Gargoyle-Schild und Gargoyle-Helm. Hier hinten können wir dann direkt geradeaus weiter. Aber wo führt mich die Treppe hin? Außer in den Tod natürlich. Ja. Ich werde es jetzt vermutlich auch erstmal so lassen, da ich dann hier das mal noch angehen kann. Weil hier sind halt wirklich eine Menge von den Typen.
ja, noch abgekriegt. Dann mal sehen, was haben wir hier hinten? Weil wir wollen ja keinen der Pappkameraden außen vor lassen. Also, komm her. Ein Wurfmesser. Hast du was fallen lassen? Nee. So, und die sind weg. Ja, weitere Wurfmesser, die ich niemals benutzen werde. Und mal sehen, was haben wir hier hinten? Da ist halt noch einer. Zumindest glaube ich, dass es nur einer ist. Und hier die Schwarzeisenrüstung komplett. Das ist halt das Rüstungsset, das der Eiserne Tarkus, den wir ja im letzten Abschnitt von Sens dabei hatten, anhatte. Aber ich gehe davon aus, dass es noch viel zu schwer ist. Aber mal schauen. Wo war's denn? Hier. Geht sogar. Wir sind jetzt nicht mega langsam. Aber ich muss dann doch bald mal wieder ein bisschen in... Wie heißt's? Mal sehen. 53 ist sogar ziemlich knapp, wenn ich bei 49,9 wäre. Wäre es halt komplett aufgegangen. Aber wir haben ja den Schild noch nicht davon an, der wahrscheinlich noch ein gutes Stück schwerer ist. Und da hinten mit dem Porträt, das dort hangen, können wir später was machen. Eigentlich könnten wir jetzt schon, aber ich war damals ja nicht in, wie heißt's, da, wo ich beim Aufzug immer runtergefallen bin und den Schlüssel nie gekriegt habe, was ich mal demnächst noch erledigen muss. Also nach dem Boss hier, weil dann können wir uns endlich teleporten, was dann einiges an Ärger ersparen wird. Also, dann sind wir gleich hier oben. Ich fahr's mal noch eine Etage nach unten. Das ist unten, hoffe ich. Ja. Das ist sogar jetzt ziemlich unwahrscheinlich, dass ich dabei sterbe. Deswegen... Also, hier unten haben wir das dann. Und da ist nämlich auch ein Leuchtfeuer, was der Grund dafür ist, dass ich hierher gekommen bin. Ja, pass auf Eid. Weiß ich, hier könnten wir ein Eid abschließen, aber... Wir wollen das schon. Ich bin ja nur wegen dem Leuchtfeuer hier. Und vielleicht für das Item. Ring des Sonnenerstgeborenen. Das ist wahrscheinlich das Eid-Item, das wir hier anlegen könnten. Aber mal sehen. Ausrüstung reparieren, natürlich. Ist zwar nicht viel, aber das wird sich über die Zeit läppern. Aber wir haben nicht genug, um aufzusteigen. Gut, schade. Dann nehmen wir den Aufzug mal wieder nach oben. Dann, in der Ausgangsposition wird er dann auch für immer, bis wir hier mal her zurückkommen, weil da kann man später auch noch was machen, bleiben, weil wenn wir dann oben am anderen sterben, wo ich jetzt auch gleich nochmal hingehen muss, damit wir...
das Leuchtfeuer nochmal verwenden, um da zu respawnen, müssen wir halt nicht mehr durch die Kapelle durch, sondern können da einfach rüber. So. Ja, das ist die Höhe, die ich wollte. Und dann gehen wir da hinten gerade zurück und verwenden das Feuer mal. Leider habe ich jetzt auch keine Seelen, also zumindest keine, die keine Bossseele ist. Sonst hätte ich ja gerade noch leveln können. So. Weil anders hätten wir dann halt wieder einen Aufzug rufen müssen für runter und dann wieder hochfahren und das wäre halt ein bisschen nervig. Beziehungsweise würde relativ lang dauern, wobei es wahrscheinlich nicht länger dauern wird als hier jeweils zum Aufzug zu laufen, runterzufahren und dann über die Brücke. Aber egal. Aufwärts. Und dann sind wir hier hinten. Was mich ja wundert, ist, dass ich immer noch zwei Menschlichkeit habe und immer noch nicht invasiert bzw. angegriffen wurde. So. Aber ich würde sagen, wir machen heute mal ein bisschen früher Schluss und sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dark Souls.